Stell dir vor, du bist ein Bösewicht, der jahrzehntelang geplant hatte, die Welt zu erobern, scheiterst aber kläglich gegen einen starken Gegner, auf den du dich niemals hättest vorbereiten können. Doch dann bietet sich eine Chance auf einen zweiten Versuch an und du wirst 70 Jahre, bevor dein größter Feind in die Welt kommt, in die Zeit zurückgeschickt. Genau das ist Clemann in seinem Spin-off namens Clemanns Rache passiert. Bevor Rimuru überhaupt erst geboren wurde, ist Clemann schon am Planen, wie er ihn besiegen kann. Yo, was geht Leute, KingerDW ist am Start. Dies ist der 7. Teil von Clemanns Spin-Off, das 3. Chapter vom 2. Arc, um genau zu sein. Da es so gut bei euch ankommt, wird die Serie dementsprechend fortgesetzt. Wenn ihr Teil 1 bis 6 noch nicht gesehen habt, dann checkt es auf jeden Fall ab. Nach jedem Arc werde ich eine Zusammenfassung hochladen, wie ich es schon in der Vergangenheit getan habe. Clemanns Rache und Band 17, was vor kurzem rausgekommen ist, könnt ihr nun auf Deutsch über meinen Link kaufen. Alle Links sind in der Beschreibung. In diesem Video werden wir das 7. Kapitel zusammenfassen und am Ende gebe ich noch meine Meinung dazu. Macht ruhig in den Kommentaren mit. Folgt mir auf Instagram für exklusive Updates. Bei 500 Instagram-Followern kommt das Alle-Fähigkeiten-Part von Band 16 raus. Clemanns Rache, let's get it! Im letzten Chapter hat Clemann zu seiner eigenen Überraschung Milim als neuen Freund gewonnen, weil er ihr Scones gebacken hat. Doch der Geschmack von Clemanns selbst gebackenen Scones hat Milim nicht so überzeugt. Die Kekse, die Mioran und Pirone gebacken haben, fand Milim leckerer. Die Königbrüder haben sich über die Scones von Clemann extrem lustig gemacht, was ihn sehr ärgerte. Doch Yamsa war sein leuchtender Stern im Himmel, weil er die Scones lecker fand. Das wird er nie vergessen. Clemann wusste, das nächste Mal, wenn Milim wieder da ist, muss er ihr die besten Scones bieten, die er hat. Der Gedanke, bessere Scones zu backen, zieht sich durch das ganze 7. Chapter. Dort sitzt er im Empfangszimmer mit der hübschen Eva an seiner Seite. Er überlegt hart und schwer, was die Bedienstete verwundert, bis dann Clemann einen Geistesblitz bekam. Es ist der Zucker! Clemann kommt zur Schlussfolgerung, dass der Zucker, den er zum Backen der Scones benutzt hat, minderwertig war. Das ist eine wichtige Schlussfolgerung für ihn, um das Problem zu beheben. Eva konnte nur den Kopf schütteln. Sie hatte sich Sorgen gemacht, aber das Problem ist nur ein triviales. Was nicht so trivial ist, ist Alvaro. Alvaro kommt in den Raum rein und bevor er mit seinem Bericht anfängt, sagt er zu Clemann, dass er zu gerne auch die Scones probieren würde, die selbst Casalim gut fand. Alvaros früherer Meister ist Casalim, also ist es keine Überraschung, dass er das anspricht. Aber nun zu den wichtigen Dingen. Vor 3 Jahren hat Clemann Alvaro und seine Kollegen auf eine Trainingsmission geschickt, als Teil des Plans, seine Armee gegen die kommende Gefahr, die von Rimuru ausgeht, zu stärken. Clemann hat immer wieder monatliche Updates von der Mission bekommen, hat sie aber nicht wirklich beachtet. Alvaro berichtet Clemann, dass sie fleißig trainiert haben und auf ihrer Reise einen Margin getroffen haben, der unbedingt mit ihm reden will. Hervortritt der uns allbekannte Gelmutto, der Clemann einen Plan vorstellen will. Bevor Gelmutto richtig anfangen konnte, hielt Clemann ihn auf, um nachzudenken. Clemann erinnert sich, dass in seinem letzten Leben Gelmutto mit dem Plan, den Jurawald zu übernehmen, sein Verderben eingeläutet hat. Sofort schließt er den Entschluss, nicht denselben Fehler zu machen und bei den Gedanken, was damals passierte, erschauderte er wie ein lustiger Cartoon-Charakter. Alvaro und Gelmutto waren dementsprechend verwirrt. Doch Clemann gewinnt seine Coolness wieder zurück und schlägt Gelmutto folgendes vor. Wenn er wirklich für ihn arbeiten will, soll er einen Test absolvieren. Hierbei geht es um ein Land namens Orbik, da wo die Orks leben. Dort hat Clemann eine Gefahr gespürt, um die sich Gelmutto kümmern soll. Wenn er den Test besteht und damit beweist, dass er für Clemann nützlich ist, kann er sein Untertan werden. Das alles sagt er mit einer Erhabenheit und Eleganz, die Gelmutto beeindruckt. Ohne Zeit zu verschwenden, macht er sich auf den Weg dorthin. Alvaro hat seine Bedenken, einen so suspekten Margin mit dieser Aufgabe zu betrauen, aber Clemann hat Zuversicht. Ich denke, Gelmutto muss dorthin, wo Rain ein Monsteraufkommen gespürt hat. Sie hat ja in Kapitel 6 Clemann darum gebeten und nun tut es Gelmutto. Gelmutto ist aber nicht der einzige Besucher. Alvaro erwähnt, dass im Nebenzimmer sich ein Händler aus dem Osten befindet, den gerade Yamsa in die Zange nimmt. Bei der Erwähnung eines Händlers muss Clemann unwillkürlich lächeln. Eva fragt leicht verwundert, was los ist. Wieder bekommt er einen Geistesblitz und ruft aus, dass er, um Milim von seiner Großartigkeit zu überzeugen, hochwertigen Zucker braucht. Eva konnte wieder mal nur den Kopf schütteln und wir als Leser fragen uns, warum er so versessen auf diese Scones ist. Währenddessen gehen sie in das Nebenzimmer, wo Yamsa gerade die Verhandlungen mit dem östlichen Händler führt. Er scheint minderwertige Ware an Yamsa verkaufen zu wollen, was Yamsa aber merkt und sauer macht. Zu der Rettung des Händlers interveniert Clemann. Er übernimmt das Gespräch und macht dem Händler klar, dass er nur minderwertige Ware hat. Yamsa, der sich damit bestätigt in seinen Aussagen fühlt, schlägt dann vor, ihn umzubringen.
Claymont sagte aber, dass man ihn nicht wegen so etwas umbringen sollte, dachte sich dann im Inneren, dass man den Händler nicht umbringen sollte, nur weil er minderwertigen Zucker mitgebracht hat. Das würde der andere Händler abschrecken, was er unbedingt verhindern muss. Ich als Leser war an dieser Stelle verwirrt. Auf dem Tisch sind ganz klar Waffen zu sehen. Warum spricht Claymont hier von Zucker? Meine einzige Erklärung ist, dass er diesen komischen Zucker einfach nicht mehr aus seinem Kopf bekommt. Zurück zum Chapter. Der Händler ist im Inneren am Verzweifeln, nach außen hin wahrt er aber seine Professionalität und entschuldigt sich für die minderwertige Ware. Stattdessen will er Claymont was anderes präsentieren. Dieser hatte die Hoffnung in Gedanken, dass es vielleicht sein geliebter Zucker ist, aber nein. Es ist die Rüstung, die damals die Orks getragen haben. Der Händler sagt, dass es die offizielle Rüstung des Ostens war. Doch Claymont regt sich wieder auf und fragt den Händler genervt, ob er ihn verarschen will. Er erinnert sich an die Rüstung und weiß daher, dass der einzige Vorteil war, dass sich ihre Größe dem Benutzer anpasst. Mehr aber auch nicht. Die Nachteile sind, dass sie für einen hochrangigen Magier wie Müll sind. Dazu kommt noch, dass sie zu schwer sind für fliegende Magier. Also ist diese Rüstung nur gut für schwache Monster. Die Orks hat das von Rang C auf Rang B katapultiert. Zusätzlich ist die Rüstung ziemlich schwer. 50 Kilo pro Stück. Da er Hunderttausende davon gekauft hat und es zu dieser Zeit noch kein Teleportationsmechanismus gab, musste seine eigene Armee die Rüstungen über Jahrzehnte Stück für Stück transportieren. Der Händler war beeindruckt davon, dass Claymont die Rüstung durchschaut hat. Als Antwort präsentierte er seinen Ass, die Unique Weapon Iceblade. Yamsa ist beeindruckt von dem Schwert und selbst Claymont kann nicht abstreiten, dass die Waffe tatsächlich gut ist. Deswegen hat er sie ja auch in seinem ersten und zweiten Leben für Yamsa gekauft. Trotzdem lehnt er die Waffe ab. In Gedanken begründet er, dass Yamsa wegen diesem übermächtigen Schwert seine Kampfkunst in seinem letzten Leben vernachlässigt hat. Dem Händler sagt er, dass die Waffe Schneestürme erzeugen kann. Das würde aber dazu führen, dass im Teamkampf seine Kameraden in Gefahr wären. Der Händler ist geschlagen und Yamsa ist traurig, weil er unbedingt dieses Schwert haben wollte. Zu seiner Erleichterung sagt Claymont, dass er Yamsa eine bessere Waffe besorgen würde, was ihn sehr gefreut hat und dabei aussah wie ein kleines Schulmädchen. Danach schreit er den Händler an, dass er beim nächsten Mal bessere Waren mitbringen soll und bedroht ihn dabei. Claymont erkennt, dass Yamsa ein guter Schauspieler ist und in echt einfach nur seine Persönlichkeit imitiert, die aber zu hart für ihn ist. Bevor er geht, sagt er den Händler, dass er beim nächsten Mal bessere Waren mitbringen soll. Und ganz wichtig, er soll den Zucker nicht vergessen. Mit diesem Satz ging er raus und ließ Yamsa und den Händler sprachlos dastehen. Sie beide fragen sich, was Claymont auf einmal mit Zucker meinte. Das hört Claymont noch und schrie, dass er verdammt nochmal seinen Zucker will und eine Unique-Waffe. Der Händler willigte verwirrt ein. Zufrieden geht Claymont den Flur entlang und freut sich sehr darauf, die Scones mit dem neuen Zucker zu backen. Dieses Chapter war pure Comedy. Claymont ist so motiviert, leckere Scones zu backen, dass es echt zum Kaputtlachen. Ich fand es cool, dass wir mal Einblicke in den Verhandlungen von Claymont gesehen haben. Außerdem wissen wir jetzt Details darüber, wie die Orks diese Rüstung bekommen haben. Es wurden 200.000 Orks mit dieser Rüstung ausgestattet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel das Ganze gekostet hat und wie lange es gedauert hat, die ganze Ware zu transportieren. Mal schauen, wie Delmutter sich auf seiner Mission schlägt. Bisher wurde er immer brutal umgebracht. Mal schauen, wie es jetzt wird. Dass Yamsa nur so ist, weil er Claymont bewundert, ist eine aufmerksame Schlussfolgerung von Claymont. Ich würde gerne mehr von Adalman sehen. Den haben wir bis jetzt am wenigsten gesehen. Ich hoffe für Claymont, dass er seinen Zucker bekommt und die besten Scones backt. Wenn ich auch mal Scones backen soll und das für die Kanalmitglieder hochladen soll, dann schreibt das in die Kommentare. Yo, das war's mit dem Video. Was denkt ihr über das Chapter? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr einen achten Teil haben wollt, dann schreibt das auch in die Kommentare. Die Kanalmitglieder haben dieses Video schon vorher sehen können. Werdet Kanalmitglied, um exklusive Vorteile zu erhalten. Folgt mir auf Instagram. Bei 500 Follower kommt der Fähigkeitenpart von Band 16. Vergesst nicht, Band 17 und Claymonts Rache über meinen Link zu kaufen. Alle Links sind in der Beschreibung. Wir sehen uns. Ciao.